Jo Leute, hier ist der TGW kurz vor der Aufnahme. Und zwar geht es darum, dass wir ein neues Projekt gestartet haben. Dieses nennt sich Minecrocosmo. Das werdet ihr in Folge auch sehen, in dieser Folge. Allerdings ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar ist mir die Tonspur von den anderen abhanden gekommen. Also ich hatte nur meine Tonspur. Und deshalb habe ich mir jetzt die Tonspur von dem Video von dem Doben, was übrigens in der Beschreibung verlinkt ist, also der Kanal von ihm jedenfalls, da könnt ihr mal drauf gehen, wenn ihr wollt. Und da habe ich mir die Tonspur von ihm genommen, natürlich mit Erlaubnis, und die habe ich dann über mein Video drüber gepackt. Allerdings ist es da leider so, dass meine Stimme ein bisschen leise ist und außerdem sind die Spiele-Sounds auch nicht korrekt. An manchen Stellen ist das zu hören. Aber ich denke, das ist nicht sonderlich schlimm. Ich wollte euch nur darauf hinweisen. Was es noch zu sagen gibt, ist, falls ihr Lust habt, gibt es vom Tarok einen Stream öfters mal. Im Moment, also gestern war einer für euch ausgesehen und heute ist auch noch mal einer. Ich hoffe mal, dass ich es auch schaffe, so hochzuladen, dass diese Daten auch stimmen. Also ich rede gerade vom Freitag, der 3.10. Da wird auch wieder einer sein. Da bin ich da auch dabei. Eventuell auch der David, das weiß ich nicht. Und da ist aber halt der Nachteil, dass es passieren kann, dass ihr euch spoilert. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr euch spoilert, weil der Stream schon um einiges den Aufnahmen voraus ist. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß mit der Folge und wir sehen uns dann. Ja, nee, Quatsch. Ihr schaut erst das Video und dann fertig, ne? Okay, bis dann, Leute. Ahoi, Leute, und herzlich willkommen zu einem brandneuen Minecraft-Projekt. Wir spielen heute mal Survival und da Survival langweilig ist alleine, habe ich mir mal wieder ein paar Gäste eingeladen. Ihr kennt sie alle. Ich gehe einfach mal der Reihe nach durch. TGW und Davino vom Kanal Multiplayer. Anonymex16 ist dabei, hallo. MC Doben, jawohl. Ventulas und jo, meine Wenigkeit, der Tarok. Wie geht's euch, Leute? Gut, sehr gut, gut, gut. Sehr gut, ja. Fantastisch, ja. Die Stimmung stimmt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir erklären einmal ganz kurz, was wir hier tun. Und zwar spielen wir Survival, wie schon gesagt. Und wir haben hier einen kleinen Spawnpoint, so eine kleine Fläche, die etwas größer ist, um ehrlich zu sein. Was ganz wir wollen hier auf jeden Fall. Wir spielen Minecraft 1.8. Genau, 1.8, das ist ja neu rausgekommen, das wollen wir ein bisschen zelebrieren. Und deshalb spielen wir hier alle zusammen Survival. Wir werden ein kleines Dorf aufbauen hier am Anfang und alle zusammen ein bisschen zocken, ein bisschen Abenteuer erleben, bauen und was uns sonst noch so einfällt. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir fangen an, oder? Ja, dann legen wir los. Ich hole mir Kürbis. Vielen Dank für die Einleitung. Dann brauchte ich das jetzt nicht machen. Immer wieder gerne. So. So, erstmal wieder Holz holen, ganz klar, wie das immer so Anfang im Survival. Ja gut. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ist hart, deshalb ist es nicht so clever, was die Jungs hier machen, sich alle gegenseitig umzubringen. Ja, ich bin schon halb tot und regge nicht mehr. Ja, glaubst du nicht, oder was? Dreimal auf Holz. Mein Zeit ist halt weg. Oh. So, ich hab schon mal eine Workbench. Ich markiere hier einfach mal irgendwie das Dorfzentrum. Ja. 2, 3, 4. So, hier ist unser Dorfzentrum. Unser späteres Dorfzentrum. Und ich muss ja gestehen, ich bin eben einmal kurz über die Map geflogen und habe ein bisschen abgecheckt, ob hier ein paar interessante Biome in der Nähe sind. Deshalb werde ich jetzt mal eben was ganz Cooles tun. Ich laufe mal eben von allen anderen weg. Wir sind weiter bauen. Ich verstecke mich mal eben. Nein, ich hole uns mal eben was zu essen. Ich habe nämlich beim Überfliegen der Map einen Dschungel entdeckt und rein zufällig ein paar Melonen und die will ich mal eben holen. Oh. Ey, ich habe jetzt schon zwei Kürbisse. Das heißt, okay, wenn wir Zuckerrohr finden, können wir uns auch Kürbiskuchen machen, was auch sehr... Dann schaue ich mal, ob ich das entdecke. Sehr saftig gemacht. Kürbiskuchen. Also Tiere sind hier ohne Ende, aber keine Hühner. Leider. Hast du Bock aber auf ein gekochtes Ei, oder was? Morgens nee, früh aus dem Haus. Ja, korrekt. Wo waren die denn? Hier sind sie! Boah, perfekt, ich kann nicht mehr spielen. Ihr seid meine Helden. Hunger. Ach du Shit hier, ey. Na guck mal, hier gibt's glaube ich wohl einen Höhleneingang, Leute. Oh, hier gibt's Kohle. Da brauchen wir eine Axt für, oder? Wir haben eine Holzspitzhacke schon gemacht. Ja, perfekt. Ja, ich hol grad schon mal ein bisschen Steine. Ich auch. Ventulas, wo bist du? Bin der Farmer. Bin am Spawn und ich... Dorf.
hau hier schon mal ein bisschen was drauf. Ja, aber ich muss ja dazu sagen, als Creator. Leute, ich habe ein neues Wird es natürlich ultra schwer für mich, vor allem Survival, weil ich ja da gar keine Ahnung von habe. Aber ich gebe natürlich mein Bestes und wenn du das, ich hoffe auf deine Hilfe. Und auf Erklärungen. So, ich mache jetzt erstmal das Holz zu Brettern, nur. Das ist eine ganz fantastische Idee. Ja. Ich habe ein neues Ohr, aber Gott. Was für einen Modus spielen wir eigentlich? Was denn für ein Ohr? Undeceit heißt das. Ja, das sind neue Steine, da bin ich schon extrem gespannt darauf, damit zu bauen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, ich habe auch gerade schon ein bisschen Diorit gefunden. Genau. Die kann man einschmelzen. Nee, gar nicht einschmelzen. Craften kann man die. Und dann sieht die richtig cool aus. Ja, gemacht. Polierter Undeceit. Kann es sein, dass der Server irgendwie gerade steht? Sieht cool aus. Oder bin das ich? Bei mir nicht. Also bei mir läuft alles. Ja, das war ich. Was für einen Modus spielen wir eigentlich? Hart? Ja, hart war das. Hart. Schwierigster Schwierigkeitsgrad, sonst wäre es ja langweilig. Wir sind ja alle Profis nach The Walls, ja, Race for the Wool und was wir sonst noch so alles gespielt haben. So, ich mach mir auch mal eine Spitzhacke und ein kleines Schwert. Und jetzt Massaker! Tötet die ganzen Tiere! Scheiße, ich muss erst mal überlegen, wie die Kacke ging hier nochmal. Moin, moin. Ja, ich hol also ich bin schon mal mit Essen versorgt, um ehrlich zu sein. Ja, ich komme gleich zurück, ich habe auch nichts was im Gepäck. Das kann ich nicht machen. Auf jeden Fall Massenwaffe von diesen neuen Steinen. Und Haus. Ja, diese Steine bauen Haus. Das ist echt ganz gut. Ja. Boah, die Schweine geben aber viel Steaks hier, ey. Ja, am besten wir sammeln mal welche. Machen wir hier so eine kleine Farm oder so. Ich mach schon mal Packen. Also eine Farm habe ich schon angelegt, eine ganz kleine erstmal von Anfang. Ja, ja, perfekt. Also falls jemand Eisen findet und meinen Eimer machen könnte, dann können wir auch gleich Melonen anbauen ohne Ende. Das ist sehr gute Idee. Bin schon auf dem Rückweg mit 64 Melonen im Gepäck. Von jemand Kohle? Ja, ich habe gerade Kohle. Ich baue gerade ein bisschen was ab. Wieso hole ich mir eigentlich keinen Stein? So. Ja, Tarok, jetzt müssen wir natürlich den Zuschauern sagen, dass sie natürlich nicht viel Architektisches erwarten dürfen, oder? Na, gerade jetzt hier im Survival. Ich hab viel vor, ich hab viel vor, keine Sorge. Ich werde natürlich hier wieder die übelsten Häuser bauen. Also im... Essen kommt gleich. Guckt aber euch das Häuser an. Auf jeden Fall. Also wir fangen natürlich klein an, das ist ganz klar. Mit wenig Ressourcen kann man wenig machen. Ja. Aber später soll da schon was Ordentliches entstehen. Ja, also ich würde sagen, jetzt erstmal nicht. Also wer das hier sieht, der wird mich auf jeden Fall... Komplett übertreiben. Ja, ja. Wer das hier sieht, wird mich auf jeden Fall deabonnieren, würde ich sagen. So, das kann doch nicht MC Dome sein, das stimmt doch irgendwas nicht. Nein, Leute, lasst euch auf jeden Fall hier nicht blenden. Ich bin erstmal total überfordert, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben Survival gespielt und das war irgendwann vor 2 Jahren, ne? Ja, dann wird's auch Zeit. Ja, und ey, ich hab früher Ventolas hilf mir, Alter. Das kalte Wasser. Ja, ich bin schon am Essen, Farm hier, Farm habe ich schon angelegt. Ja, vor allem ich habe jetzt gerade Schiss, weil wenn gleich die Sonne untergeht, ich glaube, ich mach mal ein Dach hier drüber. Hat jemand zufällig 8 Steinchen für einen Ofen? Ja, ich habe schon Ofen haben wir schon. Ah, fantastisch. Da ist auch schon Steaks drin. Ihr seid ja unfassbar gut. Dann mache ich jetzt mal für jeden Stein Boah. Also ich habe schon eins. Okay, wer hat noch keins? Ich habe noch keins. Wow, hier nochmal ein bisschen was rein. Ich nehme mir mal 2 Steaks. Klaue ich mir mal eben. Und ich werde das in der Nähe. Ach ja. Ich habe so lange kein Survival mehr gezockt. Hat einer Steine? Dann würde ich gerne eine Axt Kiste machen. Ich habe Steine. Aber das Time muss erstmal gleich mal ausmachen. Was ist das denn? Diorit? Wo das Zentrum ist. So, hier wollt ihr. Guck, da fängt schon an. Ich weiß gar nicht mehr, was Diorit ist. Ja, Diorit sind neue Steinarten. Ah, neue. Die sind mit 1.8 dazu gekommen. Und da wirst du viele schöne Sachen mitbauen können, also... Juhu! Das wird auf jeden Fall interessant. Deshalb habe ich auch vor, ein bisschen was Größeres zu bauen, später dann. Ja. Weil man da echt schöne Sachen mitmachen kann. Ja, schon die Kühe auf den Bäumen gesehen? Das also machen die irgendwie gerne. Ich würde mal sagen, ich baue mein Haus hier direkt am Fluss. Mit einer kleinen Farm, mit einer Tierfarm und so weiter. Ja, dann kann ich auch... Da kann ich euch auch immer versorgen. Kriegst du ja nur Schnaps brennen. Ja, korrekt. Ventolas macht schon Weizen hier für die Sachen. Für die Fische. Obwohl die essen ja jetzt auch alle immer was anderes, oder? Ich glaube Weizen ist auch nur noch für Schweine, oder? Kann das sein? Ne, Schweine können auch Möhren fressen. Weizen brauchst du eigentlich für Kühe und Schafe. Ach so, okay. Genau. Und Hühner, was? Körner. Also Körner, genau.
Egal welche Körner, aber. Sag mal, kriegt man hier. Kriegt man gar keine Setzlinge mehr hier? Wenn man, weil wir müssen ja dann auch irgendwann. Ach, da ist doch hier schon einer. Doch, ich hab schon welche. Genau, das war am besten immer wieder anpflanzen, ne? Wenn über Nacht neue Bäume entstehen. Über Nacht. Über Nacht. Oh Mann, ey. Ich hab schon richtig Schiss, ey, auf die Nacht. Ich nicht, ich bin ganz optimistisch, um ehrlich zu sein. Mhm. Der Schnitzel-Action. Wir sind zu sechst, ich meine, da werden wir doch alles totschlagen können, oder? Ja, ich hoffe. Zum Beispiel ein Tarok. Ja, zum Beispiel nicht, ja. Oh Mann. Hier wird einem auch echt nichts gegönnt. Naja. So, Andesite habe ich auch schon gefunden. Oh oh, die Sonne geht jetzt unter. Irgendwann hau ich von euch allen ab und töte euch das später. Hier, Diorit kann man so ganz schön craften. So Polished Diorite, das sieht echt gut aus. So, Granit okay. Habe ich auch gerade gefunden. Ja, voll geil aus, Alter. Damit lässt sich auf jeden Fall was machen. Würde ich mal behaupten wollen. Na, dann können wir da rein. So. Obwohl, warte mal, wenn hier so Pfeil und Bogen Penner kommen, ey. Oh, jetzt geht's los. Ja, ja. Achtung, Leute. So, ich hau doch mal ab. Tschüss, Leute. Ja, wie jetzt? Ich geh mal in eine Mine. Dabei wir sehen uns. Sicher. Ja, in der Mine auf oh, jeden nein. Fall. Nein, was mache ich denn? Ja, das ist besser als auf so einer großen, offenen Fläche rumzulaufen. Ich baue einfach weiter. Ja, schön, dass du dich jetzt verpisst, Alter. Ja, möchte jemand mitkommen in die Mine? Hier ja, jetzt ist ein bisschen entdeckt. Zu spät. Wo hast du denn schon eine? Weil ich wollte jetzt auch gerade eine setzen. Krater neben dem... Gegenüber von, also auf dem anderen Flussufer. Ja, bleib ich jetzt alleine hier und sterbe, oder was? Was kommt noch mit? Da kommt schon der erste Zombie mit Schwert in der Hand. Kiste genommen. Schneller! Ja. Das heißt, die Häuser hier für den Tag sogar, oder was? Bitte was? Die Häuser dann hier für den Tag nur über, oder? Ja, also ich find's immer besser, in der ersten Nacht erstmal in eine Mine zu gehen, wenn man da relativ sicher ist. Wer mitkommen möchte, folgt mir. Jo, Moment. Nee. Hab ich nie nötig. Schneller, ich will nicht hier draußen stehen. Ja gut. Das sind schon die ersten... Na gut, jetzt ist es zu spät. Das sind also, schon die ersten Monster Spawns. Wieder zurück. Jetzt will ich da doch nicht mehr hin. Zu spät. Ich will aber mal ein bisschen Dark Oak holen. Will jemand mitkommen? Nee. Eine kleine Nachtwanderung. Ja, traut sich jemand? Nee. Immer schön die Tür vor der Nase zuschlagen. Hast du ein Lederhelm? Ich hab die dahin, jawohl. Ja, ich bin mächtig. Ja, ich muss mich erst nochmal an die neuen Texturen von der Rüstung gewöhnen, habe ich nämlich ein bisschen genommen. Hab mir jetzt auch ein Lederhelm gemacht. So, Sugarcane habe ich übrigens auch schon geholt, das kann ich auch nochmal anpflanzen eben. Genau, Sugarcane anpflanzen. Ich habe hier schon Kürbissamen eingepflanzt. Und wenn wir das dann alles verbinden, haben wir den Kürbiskuchen. Hier hinten wachsen auch schon Melonensamen. Und ja, möchte jetzt jemand mitkommen in den Wald? Ja, ich komm mit, ja. Ich hab gerade nur noch ein bisschen Kohle. Oh, jetzt habe ich ein Steinschwert, das ist doch schon mal gut. Da muss ich nur warten, bis alle da sind. Oh, bist du am Spawn? Haben wir... Ja, ich bin am Spawn. Komm mal. Sind das hier ein Wasserkürbis oder Melonen? Ja. Weizen. An dem kleinen Teich vor dem Haus, das sind Melonen. Melonen? Melonen. Nee. Ich hab ganz viele Melonen geholt. Herr Werber. Ja, stimmt, die spawnen ja schon im Dschungel, ne? Nein. Oh. Ja, genau. Da habe ich die gefunden. Vor dem Dschungel sozusagen. Ah, Kohle, überfordert. Kohle brauche ich ein bisschen was. Leute, worauf habe ich mich hier eingelassen, ey? Oh. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt gut. Ein Schwert, eine Axt und überleben. Was. Leider nicht. Holzspitze hätte ich noch, aber das ist genug. Hier hat Stein eigentlich drin. Warte, ich mach mal die Tür. Oh, Baby Zombie. Oh, okay. Nee, boah. Die sind ja auch jetzt. Wo? Mit Zombies töten. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich hab noch, hatte noch keine richtige Begegnung mit einem Zombie. Oh, ist gut. Oh. Creeper. So. Monster Hunter. Ich bin ready. Ich hock gerade im Sumpf. Nee, wo bist du da? Ja, okay, dann mir nach. Auf geht's. Danke. Verdammt. Ich kenne mich hier schon aus. So, da hinten ist nämlich mein absolutes Lieblingsbiom. Ruft. Wie heißt das? Root Forest. Mit Dark Oak. Ich liebe diese Bäume. So fantastisch. Oh oh. Zack, jetzt oh, jetzt hat er die ganze allein gelassen, ne? Ja, ja. Warum hat er denn eine Schaufel in der Hand, der Zombie? Creeper! So.
Ah, das sieht ja fett aus hier. Ihr beschützt mich, ich hol dir das Holz. Haha, ich töte euch. Klingt nach dem Plan, oder? Hey, ich sagte beschützen, nicht umbringen. Ups, hab ich das falsch verstanden. Aua. Achtung, Creeper, Creeper! Bo- was? Ah, nee. Ja, die belagern uns hier am Haus. Ach, die können die Holztüren ja auch kaputt machen, oder? Natürlich. Ja. Ja. Nicht vergessen, wir spielen auf hart. Da können die Zombies sowas. Bitte ja. Nicht, ey. Na, sehe ich schon die Creeper. Wir bräuchten mal ein paar Fackeln hier, ja? Ich hab einen ganzen Haufen. Ich bin ja vorbereitet. Ja, hier ist ein cooler Höhleneingang, weißt du, der ist so... der Booster. Oh, Eisen, geil. Ja, die Musik ein bisschen. Ah, jetzt. Ja, eigentlich können wir hier gleich nochmal eine Mine geben. Oh ne, da ist auch schon eine Spinne. Hilfe! Möchte man noch ein bisschen Essen für mich? Na, komm mal zurück, oben, schläft immer. Ja, noch kommen sie nicht rein. Ich hab noch was. Am besten machen wir mal hier noch eine Etage. Also um ehrlich zu sein, ich habe irgendwie voll den perfekten Start. Ich hab... Oh. Okay, jetzt kommen die Monster. Nein! Nein! Zu früh gefreut. Scheiße. Weg da oben, Hilfe. Wie? Komm rein hier. Weg da oben. Da ist er wieder, der oben. McDonald's oben. Die Tür ist hier, hier rum einmal. Aber da stehen... Na natürlich die Zombies! Oh, ey Junge! Ne, das ist eine Spinne. Ja. Boah, Junge, Junge, Junge. Schaffst du da reinzukommen? Nein! Ey. Moment. Ich muss hier kurz herum. Boah, da kommt der da hoch. Und kickt mich runter vom Haus. Alter, wie kam der denn da hoch? Die Tür ist doch gar nicht auf. Bring mal einen Creeper mit. Oder die Spinnen können hochklettern. Ja, ja, die Spinnen ja, aber da war ein Zombie hinten drauf. Also oben. Boah, die machen aber Schaden. Also ich hab das gedacht, ein bisschen unterschätzt, um ehrlich zu sein. Ich sag's nochmal, wir spielen auf hart. Das ist die Schubmittelfalle. Oh, da hat sich irgendwie ein Creeper ins Haus verirrt. Scheiße. Oh oh. Nein! Oh nee, ey. Ach du Scheiße. Und weg ist das Haus. Ventulas, Alter. Was machst du? Geil. Macht ihr denn die Jungs hier? Schnell zubauen. Schnell wieder reparieren hier. Du hast ja mit reingebracht, oder du Gauner? Diese Action. Schöne Action. So, Davido, lass uns hier mal in die Höhle gehen. TGW ist auch dabei, sehr schön. Weiß eigentlich schon jemand, wie lange wir schon aufnehmen? Wir nehmen jetzt gerade 16 Minuten auf. Ja. Shit. Oh. Ups. Dann noch 4 Minuten, würde ich sagen. Sorry. Oh. Ja genau, bau aber jetzt nicht so zu, sonst kommen wir da nicht mehr hoch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Skelett. Multikill. Geh mal das Ding wegmachen, ja. Boah, ein Eisen, Alter, geil. Ist noch mehr. Denn die Zombies hier, kommt doch mehr her. Falls jemand von euch zwei Schafe findet, dann versucht unbedingt die zu paaren, weil wenn ich hier schon sehe, wir sind ja zu sechs. Aha. Jeder von uns braucht ein Bett. Oh ja, das stimmt. Direkt in der Nähe vom Haus ist auch direkt eine Witch-Bitch, ey. Witch-Bitch. Glaubt mir, was Schönes eigentlich? Ich auch schon Redstone. Ja. Auch. Ein Redstone. Im Normalfall. Nein. Ja. Also man sieht richtig, dass ich kein Survivaler bin, ne? Also. Das ist mir jetzt schon richtig unangenehm. Oh, es wird jetzt wieder hell. Schon? Schade. Kann ich wieder in Ruhe Holz sammeln gehen. Tarok, du bist da ein bisschen fitter drin, oder? Ein bisschen, ja. Ich mach das öfters, neu anfangen. Ja. Oh Mann. So alle 2 Monate mindestens. Echt? Ja. Ach, scheiße. Ja, mal ein neues Pack ausprobieren oder auch zerstören und dann neues wählen. Ja, ganz heftig. Ist ein Baby Zombie. Ah, wir haben Licht. Vor denen muss man sich ganz krass vorsehen. Wie viel Eisen habt ihr denn jetzt mittlerweile schon gesammelt? Null. Nichts. 24. TGW, nichts?
16. Ach, 16? Okay. Ich bin auch noch nicht. Ich war gerade schon geschockt. Und David, wie viel hast du? 24. Fantastisch, das ist ja schon eine ganze Rüstung. Ich hab noch gar nichts. Ich bin die ganze Zeit an meiner Haus beschäftigt. Ich bin bei 23. Oh mein Gott. Jetzt können wir ja mal rechnen. 6 mal 24 sind 144. Kommt das hin? Könnte ungefähr kommen. Ja. Wir sagen mal nichts. Das heißt, wir brauchen 144 Eisen, damit jeder eine volle Eisenrüstung hat. Also Jungs, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Oh, jetzt regnet's auch noch. Sag mal, wo bekommen wir denn Essen her eigentlich? Ganz viel in der Truhe. Hab so viel Steak schon geschlachtet. Ah, ich brauche mich ja wieder hier um nichts zu kümmern, ey. Ast rein. So einfach kannst du Survival sein. Ja. Gut, dass wir ein Teamplay machen. Ja, ja, Team. Toll, ein anderer macht's. Wird schon ein anderer machen, ne, so. Macht einer schon eine Farm, so dass wir immer wieder Ressourcen kriegen auch? Vorm Haus, oder habt ihr die in die Luft gesprengt? Meinst du jetzt eine Tierfarm? Ja, genau, eine Tierfarm, genau. Nee, noch nicht. Ich die nötigen Sachen dafür. Ja, Weizen sammeln machen wir mich hier, das könnt ihr dann nehmen. Obwohl, da hinten ist auch Zuckerrohr. Und dann können wir halt, können wir mal so ein Gehege bauen oder so. Zäune könnte ich ja mal machen. Jo, schmeiß unser Holz zum Fenster raus. Gold genau gefunden. Richtig. Ist ja schön. Boah, wie gehen denn Zäune, Alter? 6 Sticks nebeneinander. Sticks nebeneinander? 6 Sticks. Ah ja. Oh, eine Witch. Ah, Hilfe! Der hat mir eben gar nichts getan, die hab ich angegriffen. Nicht verrückt. Gemacht. Ich habe eine Glasflasche bekommen. Juhu! Und ich habe schon Gold gefunden. Eine Glasflasche? Mal gucken, wer den ersten Diamanten findet. Das werde ich sein. Da lachen wir alle. Voll optimistisch. Ja, wie ging jetzt Zaun nochmal? Ich glaube, ich muss mir das Wiki 6 aufnehmen. Sticks, die packst du einfach in 2 Reihen nebeneinander. Ah ja. Oder übereinander, besser gesagt. 2 Reihen übereinander. Also lässt die oberste Reihe sozusagen frei, die 3 obersten. Ach so. Und machst ja, du voller ja, Sticks. Ja, ja. Nee. Doch. Warte. Garantiert. Oh, scheiße, 4 Skelette. Nein, nicht gut, nein. Ja, bin ich jetzt bekloppt oder was? Die Frage kann ich dir nicht beantworten, aber ich weiß, dass... Warte, wir haben hier 9 Zäune. Felder. Wie soll die angeordnet werden? Also stell dir die Felder als Numpad, als Numpad vor, ja? Ja. Die Zahlen, die sie auf dem Numpad sind, legst du quasi in die Felder rein. Ja. Dann packst du Sticks auf 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ach so, ja, habe ich, aber da ist nichts. Ach so, die macht man doch jetzt anders, oder? Wegen den verschiedenen Farben. Ah! Ernsthaft? Da müssen jetzt in der Mitte die 2 Sticks weg und stattdessen musst du Holzblöcke dahin. Nee, das ist für Fence Gates. Nee, jetzt funktioniert. Nein, das ist andersrum. Funktioniert wirklich nicht, ich habe dich auch gerade ausprobiert. Hä? Nee, also mit ja, dann an die Seite ist. Holzblöcke und in die Mitte Sticks. Was? Irgendwie so weiter. Ja, ihr Gauner, jetzt lacht er mich aus. Jetzt wird's kompliziert. Das klappt. Halt dann an dem Craften von Zäunen. Tatsächlich, wir haben's auf. Tatsächlich. Also Sticks auf 2 und 5 und auf 1, 4, 3 und 6 dann Holzblöcke. Alles klar. Warte mal, wie? Ja. 1, 2, 3 und 4. Also auf 1, 4, 3 und 6 Holzblöcke und dazwischen auf 2 und 5 die Sticks. Also jetzt mit Holz sogar noch. Ja. Ach so, mit Holz. Damn, ja, ist eigentlich im Prinzip gut, dann verschwendet man weniger Holz. Ja. Nee, das ist schlecht, dann brauchst du mehr Holz für. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich war noch mal ein paar Bäume hier fällen. Die haben alle volle Ahnung, man merkt es sofort. Ja. So, ich habe den halben Wald schon vorm Haus weggefarmt. Ich glaube, Holz haben wir jetzt genug. Aber irgendwie kriegt man gar keine Setzlinge, oder? Das war mal anders irgendwie. Du wurdest immer überschüttet. Ein bisschen warten, bis die Blätter auf die hier, spawnen. MC Dom. Luft. Was? MC Dom. Ja. Hier, ich hab paar Setzlinge für dich. Oh ja. Bitte schön. Danke. Oh, jetzt wollte ich mal einen Waypoint setzen. Da hab ich mir so viel Mühe gegeben, den Wald abzufarmen und der Dom forstet den wieder auf, ey. Ja, müssen wir. Also auf Diamantenhöhe bin ich jetzt schon mal. Es fehlen nur noch die Dias. Jetzt zack. Ja, will wieder angeben, ja. Wieso angeben? Ich hab das lediglich erwähnt. Das ist jetzt gar nicht. Mann, ich hab die ganze Zeit irgendwo Zombies, aber ich weiß nicht woher.
Also wo die sind? Ja, wir nehmen schon eine ganze, was heißt ganze 23 Minuten auf. Ich würde mal sagen, wir beenden jetzt mal die Folge, oder? Ja, und dann machen wir mal einen kleinen Cut. Ja, das können wir machen. Alles klar. Für die erste Folge. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Reingehauen. Reingehauen.